schreibe, dann sind das diese Briefe vom Arbeitsamt. Und wenn ich etwas mag, dann ist es jeden Tag frühmorgens ran. Und wenn ich etwas möchte, dann ist es mir die Nächte mit Arbeit um die Ohren zu hauen. Eins bringt mich zum Lachen, Überstunden machen und Gespräche mit Kollegen über Frauen. Wenn ich morgens in der Bahn steh, um mich all die Leute, dann lebe ich. Eingefärbt wie Schweine, Beine über Beine, besser geht es nicht. Es ist Wochenende und ich schufte für die Rente, wie wunderbar. Der Chef sagt ab nach München, jetzt darf ich für ein paar Stündchen da runterfahren. Nur leider sieht's grad echt nicht danach aus. Anstatt zu arbeiten, bleibe ich zu Haus. Wenn ich einen Job hab, dann melde ich mich krank. Treff mich mit den Jungs und dann machen wir Punk. Statt einer Dose voll Bier passt viel besser zu mir. Ein Maßanzug. Jeden Tag ins Büro, ja, das machte mich froh. Und vielleicht lerne ich ja noch etwas über Steuerbetrug. Richtig bürgerlich sein, das reizt mich ungemein. Eine Drohne unterhalb des Radars. Nochmal lochen bis zur Rente und danach schnelles Ende. Was für ein Spaß. Nur leider hab ich meistens einen Kanja. Und ich spreche hier nicht von Champagner. Und mein karges Budget steck ich meistens Ovi statt in Altersvorsorge in Marihuana. Nur leider hab ich meistens irgendwie keinen Bock. Das Resultat von 20 Jahren Punkrock. So langsam ist es zu spät, das Einzige, was noch geht.